For the 10th time, the state capital of Potsdam is hosting the M100 Sanssouci Colloquium. The centerpiece of the event is a high-profile conference attended by key representatives from the media, politics and academia from Europe and abroad, all gathered to discuss current issues affecting media policy and freedom of the press. This annual event is accompanied by the Young European Journalists Workshop, which invites young journalists from across Europe to come to Potsdam and work together on media projects. Another highlight of the event is the M100 Media Award. This non-endowed award goes to individuals who have left their mark on Europe and on the world by standing up for freedom and democracy. Wir befinden uns hier mitten im Schlosspark von Sanssouci und hinter mir sehen wir gerade das Orangerie-Schloss von Sanssouci, in dem wir seit Jahren eben die Tagungen von M100 abhalten, weil wir eben auch die Gäste, die aus ganz Europa nach Potsdam an diesem Tag kommen, eben wirklich natürlich auch ein wenig sozusagen verwöhnen wollen, verzaubern wollen und uns natürlich auch von der besten Seite hier in Potsdam präsentieren möchten. Dedicated to the issue of media freedom in the age of big data, the participants discussed the question of how to deal with the enormous amount of data collected today. What risks, but also opportunities, does big data pose? Wir haben über 50 Teilnehmer aus Europa und den USA eingeladen, die sowohl von den Medien kommen, also Chefredakteure, zum Beispiel von Springer, vom Guardian, von der FAZ, aber auch vom Wall Street Journal. Und dadurch, dass auch Politiker da sind und Vertreter von Internetunternehmen, zum Beispiel von Google und von Microsoft, ist das natürlich eine sehr spannungsreiche Diskussion. Es wird debattiert, wo liegen eigentlich die Grundprobleme und wie können wir sie lösen. In her opening address, American scientist and publicist Shoshana Zuboff emphasizes the point that we're still standing at the dawn of the digital age and must now consider how we will deal with the huge amount of data of the future. The media, you, your colleagues and their colleagues have a pivotal role. I would call it a privilege of responsibility in this time of contest. So when it comes to big data, the point that I really want to stress is that we are really at the very beginning of the digital future. Despite the rapid pace of connection and the oceans of data that it generates, our societies have yet to determine how all this will be used, to what purpose, and who decides. If the digital future is to be our home, then it is we who must make it so. Wir reden also über Big Data, wobei das mehr auch eine Chiffre ist für die technologischen Umbrüche, die wir insgesamt in unseren Gesellschaften erleben. Und wir reden über die Frage, wie die Politik, wie auch die Gesellschaft insgesamt mit diesen Entwicklungen umgeht. Das ist eine immens wichtige Frage, eine Frage, die nicht nur irgendwie Zeitungsmacher beschäftigt, die irgendwie ihr Geschäftsmodell verschwinden sehen, sondern das beschäftigt unsere Gesellschaften insgesamt. Da geht es um nichts weniger als um die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, aber auch die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie. Und genau darüber reden wir heute. Can we evaluate the probability that from metadata that is anonymized, someone may detect the patterns of an actual individual? These are the challenges that lie ahead, not only for government, but for business, to establish the new rules of the road. Auch wenn viele Leute gar nicht die Dimension erahnen, bedauerlicherweise, wird hier das aktuellste Thema, nämlich was passiert mit diesen ganzen Daten, was passiert mit unseren persönlichen Sachen, wird hier behandelt und vor allem wird es behandelt von denen, die es weiter transportieren können, nämlich von Medienmachern. We are discussing about how to balance Google powers. We are discussing about data protection. We are not discussing what do we journalists a media offer to citizens. The first thing is using press freedom. I think the M100 colloquium has the advantage of bringing together senior policy leaders and thinkers in Germany and from other parts of the world, and to allow them to debate important ideas and build relationships that are important for finding out better ways to address very complex issues. Business is so far ahead, at least the Silicon Valley-driven business, from political
perception, and I cannot blame a politician. I mean, these developments are so fast, so complex. How could a politician follow that, understand that, and shape a framework, a legal framework for the new challenges? MN100 ist für Google definitiv ein sehr, sehr wertvoller Raum, sehr volle Plattform, um Themen, die heutzutage uns und natürlich aber auch die Medien angehen, zu diskutieren, offen zu diskutieren und auch vor allen Dingen in diesem Publikum, in diesem sehr, sehr exklusiven Ambiente, aber auch mit diesen Experten aus dem In- und aus dem Ausland auch wirklich sehr, sehr profunde Diskussionen auch zu haben. Und das gibt uns sehr, sehr viel und ist wichtiger denn je, denke ich. My goal here is to get the journalists here to help their audiences understand what's at stake. Because there's nothing less than the future of expression, of assembly, and of innovation that we have to protect. Im Moment sehen wir, dass große Konzerne mit Daten machen, was sie wollen, dass die Geheimdienste mit Daten machen, was sie wollen. Das ist nicht gut für die Verfasstheit des Landes, das ist nicht gut für die Demokratie. Darum ging es heute und das ist eine Kerndebatte. Die wurde hier auf hohem Niveau geführt. Ich bin dankbar, dass ich dabei gewesen bin. Part of the conference is the M100 Young European Journalists Workshop, which every year invites young journalists from all over Europe to Potsdam. This year's topic of the five-day workshop is data and journalism between big stories and dirty surveillance. Was wir den Nachwuchsjournalisten hier vermitteln möchten in dem Workshop, ist eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. Zum einen haben sie Hands-on-Sessions sozusagen, in denen sie verschiedene Techniken und verschiedene Tools kennenlernen, die sie dann tatsächlich auch in ihrer Arbeit weiter benutzen können. Und zum anderen sind es natürlich Input-Vorträge, die um den Gebrauch und die Anwendung eben von Daten gehen. Das sind dann mehr die theoretischen Aspekte, aber der praktische Teil kommt auch nicht zu kurz. I'm Alicia Corona. I'm from Venice in Italy. My name is Roman, I am from Ukraine, Kiev. Hi, my name is Julian Borzoi and I'm from Romania. My name is Mike Roslinga, I'm from the Netherlands. My name is Martin, I come from Barcelona. My name is Ekaterina Kuznetsova, I come from Russia, Rostov and Don. I'm Nerea, I come from Spain. And I'm here trying to clean the data about the refugees from Syria. Hi, I'm Christina from Belarus. We're working in this group following the money around the war conflicts in the 21st century. Right now I'm trying to find some data on humanitarian aid that was gave to the countries we are researching on. Die Nachwuchsjournalisten arbeiten hier alle an ihren eigenen Themen. Sie haben sich dazu zum Teil eigene Geschichten und eigene Datensätze sozusagen aus ihren Ländern schon mitgebracht, an denen sie hier jetzt arbeiten, diese umsetzen, diese visualisieren und so letztendlich wirklich die Geschichte dahinter aus diesen Daten auslesen und hier aufbereiten. At the end of the workshop, the findings of all participants are published online on the M100 website. On the evening of the conference, the event culminates in the presentation of the M100 Media Award. The award honors the service of the laureates to the safeguarding of freedom of expression and the deepening of democracy. Sie werden Vitali Klitschko und die Vertreter von Janukowitsch League für ihren mutigen Einsatz zur Demokratisierung der Ukraine auszeichnen. Eine gute Wahl. Ein wichtiges Zeichen der Solidarität und der Ermutigung. The M100 Special Award goes to the Ukrainian collective Yanukovych Leaks. The honor of this special award is being bestowed on Yanukovych Leaks for its outstanding achievement of salvaging an enormous number of documents, systematizing and analyzing them, and then publishing them on the Yanukovych Leaks website. Thereby exposing the system of corruption operated by the former president. And it's a great honor to have with us this evening two representatives of Yanukovych Leaks, Katerina Kapliuk and Natalia Sedletska. The M100 Media Award is presented to the former boxing champion and current mayor of Kyiv, Vitali Klitschko. Herr Klitschko, es ist eine große Freude für mich, dass Sie diesen Preis entgegennehmen. Ihr unerschrockener Einsatz für Frieden, Freiheit und Demokratie auf dem Maidan in Kiew verdient unseren Respekt. Gerade jetzt braucht es, ähnlich wie schon
während der Maidan-Bewegung Politiker, die entschlossen für Frieden, Freiheit und Demokratie einstehen und die gleichzeitig nie den Willen verlieren, auch Brücken zu bauen. Viele hierherinnen, Vitali, haben große Hoffnung, dass du einer dieser Politiker auch weiterhin sein wirst. Und ich bin überzeugt davon, viele der Herrinnen wollen dich auch auf diesem Weg unterstützen. Ich möchte mich herzlich bedanken für diesen Preis. Was gehört nicht an mir, was gehört an viele Menschen, wer hat seinen Traum in einem modernen, demokratischen Land zu leben. Dankeschön. The M100 Sanssouci Colloquium traditionally ends with a gala dinner in the new chambers, where all participants meet again and can use the opportunity to delve further into the issues of the day.